Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie ich bestimmt auch schon irgendwann mal angekündigt habe, ein How-to-Pack und zwar für die Uni. Das bezieht sich jetzt natürlich auf Studenten, die nur unter der Woche am Studienort sind und dann am Wochenende wieder heimfahren. Die Leute, die jetzt komplett am Studienort leben, für die macht das natürlich wenig Sinn, weil die müssen ein bisschen mehr mitnehmen. Also dieses How-to-Pack, diese Tipps beziehen sich jetzt hauptsächlich auf so Reisen für 3 bis 4 Tage oder so. Kann man also auch für Kurztrips verwenden. Natürlich sehr pragmatisch, weil ich ja für die Uni packe und jetzt nicht für irgendeinen Urlaub oder so. Da würde ich wahrscheinlich mehr fancy Klamotten mitnehmen. Genau, auf jeden Fall hoffe ich, dass ein paar Tipps für euch dabei sind, dass es euch vielleicht ein bisschen weiterhilft, irgendwie den Platz in eurem Koffer oder in eurer Tasche ein bisschen besser zu nutzen, beziehungsweise, dass ihr vielleicht da was draus mitnehmen könnt, wie ihr am besten plant, was ihr mitnehmen wollt und was so die Essentials sind. Ich mache euch hier jetzt immer so eine Liste hin, wenn das funktioniert, schnitttechnisch, und packt ihr euch auch nochmal unten in die Infobox, damit ihr abhaken könnt, was so die Basics und die Essentials sind, die man mitnehmen sollte. Also meiner Meinung nach, ihr könnt das natürlich anpassen, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich erkläre euch jetzt erstmal, wie ich plane, was für Outfits oder Klamotten ich mitnehme. Danach zeige ich euch meinen Kulturbeutel und zum Schluss zeige ich euch, wie ich die Sachen in den Koffer packe, wie ich da den Platz am besten ausnutze. Ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni. Am Montag fahre ich nach Passau und stelle meine Sachen eigentlich nur schnell im Wohnheim ab. Das heißt, das Outfit, was ich da im Zug anhabe, trage ich dann auch an die Uni. Ich schaue mal, dass es irgendwie bequem, aber trotzdem schick ist. Das heißt, für Montag ist das Outfit eigentlich, muss auf jeden Fall nicht mehr in den Koffer, sondern das trage ich schon. Ich nehme auch eigentlich immer nur so eine Jacke oder einen Mantel mit für 4 Tage, weil das reicht vollkommen aus, und schaue dann, dass ich halt gerade was Jacken und Schuhe betrifft so basic Sachen habe, also schwarz und blau, manchmal auch was Grünes, aber ansonsten halt wirklich so basic Farben, wo ich dann alle anderen Outfits mit kombinieren kann. Das heißt, ich habe dann eben, wenn ich hinfahre nach Passau, schon einen Mantel und beziehungsweise eine Jacke und ein paar Schuhe an. Das heißt, das muss nicht mehr in den Koffer rein. Danach fange ich immer an mit den Basics, weil dann habe ich schon mal was und fast die Hälfte ist geschafft. Das sind Unterwäsche und natürlich auch Sportklamotten. Bei der Unterwäsche ist es so, da schaue ich halt an, okay, wie viele Tage bin ich da, und packe dann immer noch 2, 3 Stück davon mehr ein, weil ich ja auch Sport mache und man dann frische Unterwäsche anzieht, beziehungsweise es kann ja immer mal irgendwas zwischenkommen und du brauchst dann einfach noch ein paar Socken oder so. Das heißt, Unterhosen und Socken packe ich dann so ein, dass ich immer für die Tage einfach genügend ausreichend dabei habe, aber das nimmt ja auch relativ wenig Platz weg. BHs nehme ich eigentlich immer 2 Stück mit, das kann ja jeder entscheiden, wie er mag. Ich schaue halt immer, dass ich einen super basic BH dabei habe und einen schöneren, damit der schönere auch irgendwann mal getragen wird. Nicht, dass mich in Passau jemand damit sehen würde, aber damit ich halt einfach irgendwie zur Abwechslung noch was habe. Danach geht es weiter mit den Sportklamotten. Ich gehe 2x die Woche an der Uni zum Sport. Das heißt, ich nehme normalerweise 2 Paar Leggings, 2 T-Shirts und 2 Sport-BHs mit, weil das ist danach einfach immer komplett verschwitzt. Also brauche ich auch auf jeden Fall 2x Montur. Der nächste Teil von den Basics, den ich immer einpacke, ist was zum Chillen für im Zimmer dann. Normalerweise habe ich immer eine Leggings einfach so in Passau liegen. Das ist meine Chill-Leggings für Passau. Die habe ich eh immer nur abends für eine kurze Zeit an, wenn ich gerade was Bequemes brauche. Das heißt, die kann ich auch da lassen. Die muss nicht so oft gewaschen werden. Und dann nehme ich meistens, also da kommt es dann drauf an, wenn ich gerade eine da habe, nehme ich keine extra mit. Ansonsten packe ich nochmal extra eine ein. Und dann nehme ich immer noch einen gemütlichen Chiller-Pulli mit. Der muss nicht so besonders schön sein, aber den nehme ich einfach immer mit, damit ich halt was Warmes zum Anziehen habe in Passau. Ich habe aber tatsächlich, und da würde ich euch raten, wenn ihr viel friert, euch für alle Orte, an denen ihr so immer unterwegs seid, euch da was anzuschaffen. Und zwar habe ich so eine Fleecejacke, und zwar sowohl hier in Landshut als auch in Passau. Da muss ich die nicht immer, weil die sehr viel Platz wegnimmt, immer mitnehmen. Aber die halten wirklich super warm, und da muss man halt, theoretisch könnte man dann auch auf diesen chilligen Pulli verzichten. Aber ich packe meistens trotzdem einen ein, weil der oft auch so als mein Notfallkleidungsstück fungiert. Falls was von den anderen Outfits dreckig wird, ziehe ich halt den Pulli an. Der ist dann nicht wunderschön, aber er passt zu allem. Und dann läuft das. Jetzt geht's ans Eingemachte, und zwar an die tatsächlichen Outfits. Und da packe ich wirklich auch, ich weiß, das ist so ein Tipp, der ist überall im Internet, aber trust me, it works. Ich versuche wirklich nach Outfits zu arbeiten, allerdings teile ich das bei mir ein in Oberteile und Hosen, beziehungsweise Röcke. Ich habe immer 2 Hosen dabei. Einmal die Hose, die ich anhabe, wenn ich hinfahre, und dann nehme ich einfach noch eine extra Hose mit. Ich schaue immer, dass ich halt Basic-Hosen habe, wie eine schwarze Jeans, eine normale Jeans, was weiß ich, irgendwie sowas. Im Sommer vielleicht auch mal eine weiße Hose, einfach was, was zu allem passt. Ich würde allgemein darauf achten, wenn ihr so einen Lifestyle habt wie ich und oft von einem Ort zum anderen wechselt, das Packen macht es einfach so viel leichter, wenn man
viele Basics hat. Ich habe auch schicke Hosen, die kariert sind und was weiß ich, so Anzughosen oder Röcke. Und das kann man ja dann auch mal extra zusätzlich mitnehmen, aber ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, für diese Momente, in denen man gar keinen Bock hat zu packen, einfach Basic-Sachen zu haben, weil die kann man dann mit allem kombinieren. Also eine Hose habe ich an, eine kommt noch in den Koffer rein und dann geht es eigentlich nur noch um die Oberteile. Und da habe ich jetzt dieses System, dass ich sage, entweder schwarz oder blau. Entweder meine Woche ist schwarz, dann habe ich halt Sachen, die ich mit schwarz kombinieren kann. Also graue Oberteile, weiße Blusen, irgendwas Rosanes, was in dem Stil oder auch mal einen Blazer. Oder ich habe die blaue Woche, dann packe ich halt blaue Sachen ein. Also was weiß ich, ich habe so einen blauen Rollkragen, was braunes, passt auch gut zu blau oder halt alles in die Richtung. Grau geht auch, das kann man ja ganz gut matchen, aber auf jeden Fall nichts Schwarzes. Also weil blau und schwarz sind bei mir so die Basic-Farben und es ist immer entweder blau oder schwarz. Also ich bin jemand, ich kombiniere blau und schwarz nicht. Macht das, wie ihr wollt, aber es ist nicht so mein Ding. Genau, und darauf stimme ich dann eben auch Schuhe und Jacke ab, die ich dann am Montag zum Hinfahren anziehe. Das heißt, wenn ich meine schwarze Woche habe, dann ziehe ich einen schwarzen Mantel an und schwarze Schuhe. Dazu passen dann Jeans und schwarze Hose mit was weiß ich was für bunten Oberteilen. Und dann habe ich so meine blaue Woche, dann nehme ich halt blaue Stiefeletten mit und eine blaue Jacke oder einen blauen Mantel, was weiß ich. Und dazu passen dann eben auch Jeans oder meine weiße Hose, was weiß ich. Oder, keine Ahnung, ich habe auch mal früher so grüne Hosen gehabt, so dunkelgrüne, das geht auch ganz gut mit Blau. Und dann einfach so verschiedene Oberteile, die auch wiederum jetzt zu Jeans oder zu Blau passen. Genau, dann ist das eigentlich ganz einfach, also zwei Hosen und dann eben immer drei, vier verschiedene Oberteile. Manchmal kombiniere ich Sachen auch, einen Pulli mit einer Bluse oder so, aber auf jeden Fall, dass ich so Staples habe, die quasi dann für die drei, vier Tage passen, beziehungsweise eins davon ziehe ich ja sowieso immer an. Und dann kommt es jetzt drauf an. Ich habe zwei Paar Sportschuhe, ein paar lasse ich immer in Passau, ein paar habe ich hier und nehme ich dann auch mit zu meinem Freund, je nachdem. Es kommt dann immer drauf an, ob ich dann noch ein zweites Paar Schuhe mit nach Passau nehme am Montag oder nicht. Manchmal weiß ich, dass ich in der Woche irgendwie abends mal weggehe oder wir mal essen gehen oder so. Dann packe ich zu meinen Sachen noch ein paar hohe Schuhe dazu, beziehungsweise irgendwelche anderen Schuhe, die ich mitnehmen will, damit ich halt ein paar für die Uni habe und ein paar fürs schicker Weggehen. Das kommt nicht immer vor, kommt drauf an. Dieses Mal, wenn ihr jetzt später seht, wie ich meine Sachen einpacke, dann nehme ich meine Sportschuhe mit, weil es sind noch Weihnachtsferien und das heißt, ich hatte meine Sportschuhe hier und nehme sie jetzt wieder mit nach Passau. Deshalb seht ihr dann dieses Mal in meinem Koffer Sportschuhe, aber normalerweise nehme ich immer eher ein anderes Paar Schuhe mit. So, zum Schluss, um die Outfits perfekt zu machen, hat man natürlich noch Accessoires. Ich persönlich trage jetzt keinen Schmuck, das heißt, da nehme ich nichts mit, aber ich brauche auf jeden Fall immer einen Gürtel, da habe ich einfach verschiedene Farben und da nehme ich dann immer, je nachdem, ob blaue oder schwarze Woche ist, einen schwarzen Gürtel oder einen braunen bzw. blauen Gürtel mit, je nachdem. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen sehr kontrolliert, aber keine Ahnung, so funktioniert es in meinem Kopf am besten, dieses System. Das heißt, ich packe dann eben noch einen Gürtel ein oder manchmal noch irgendwas anderes, was weiß ich, irgendein fancy Haarband. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich trage keine fancy Haarbänder, aber whatever. Das packe ich am Schluss ein und schaue halt je nachdem, was für ein Farbtheme meine Woche jetzt hat und dazu packe ich dann Sachen ein. Also ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, immer nach einem Farbschema zu packen und auch euch dann in dem aufzuhalten. Weil wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt blaue Sachen und schwarze Sachen und braune Sachen und so tragen diese Woche, dann wird es ein bisschen, ja, dann müsst ihr sehr viel Zeug mitnehmen. So, wenn dann eine Seite des Koffers mit Klamotten gefüllt ist, dann schaue ich auf die andere Seite des Koffers, die ist noch leer und da kommen jetzt meine ganzen 1000 Beutel rein. Ich habe einen Beutel, einen Kulturbeutel, innerhalb dieses Kulturbeutels ist ein Schminkbeutel, dann habe ich einen einzelnen Beutel für meine Kabel und einen Beutel für so Medikamente und Pille und solche Sachen. Ich zeige euch jetzt nochmal, was in diesem Kulturbeutel drin ist. Das ist das gute Stück, das habe ich auch schon im letzten Video in der Roomtour gezeigt, der ist von Zoella. Damals war ich noch Big Fan von ihr, jetzt eher nicht mehr so, aber ich finde den Beutel irgendwie cool. Und der ist relativ groß, da passt auch ganz gut was rein. Und jetzt zeige ich euch mal meine ganzen Essentials. Ich muss wirklich sagen, für eine Frau lebe ich relativ minimalistisch, was meine Sachen angeht. Sowas wie Shampoo und Duschgel habe ich natürlich in Passau stehen. Das schleppe ich jetzt nicht immer extra mit rum. Ich habe nur die Sachen, die ich halt hier und da brauche und jetzt nicht doppelt kaufen will. Das erste, was hier drin ist, ist meine Haarbürste. Ich kaufe jetzt keine zwei Haarbürsten, könnte man theoretisch machen, aber die nehme ich halt einfach immer mit in den Kulturbeutel. Dann habe ich dieses Rasiergel dabei in klein. Ich brauche das gerade nur auf. Ich habe eigentlich eins in Passau und auch hier eins. Das heißt, ich brauche eigentlich kein extra Ding. Ich brauche das nur auf, weil es so eine Reisegröße ist. Und falls ich mal bei meinem Freund bin, dann habe ich theoretisch auch eins. Dann habe ich hier meine Gesichtscreme drin. Die will ich natürlich jetzt auch nicht doppelt kaufen, weil die ist ein bisschen teurer. Das ist die Sebamed, ganz normale Hautcreme. Also sie ist jetzt nicht übermäßig teuer, aber 5 Euro will ich jetzt trotzdem, bevor ich sie aufgebraucht habe, nicht unnötig zweimal ausgeben. Genau, das ist meine Gesichtscreme.
Dann habe ich mein Deo dabei. Das sollte man auch immer mit sich rumtragen. Dann habe ich eine Handcreme, die ich nie benutze, aber sie ist mal da drin, falls ich trockene Hände habe, was tatsächlich manchmal vorkommt. Dann habe ich hier mein Öl drin, mein Jojobaöl, mit dem schminke ich mich ab. Ich bin von normalen Abschminksachen abgestiegen oder habe mich davon entfernt aus Umweltgründen. Das hier ist jetzt auch eine Plastikflasche. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich dachte, das wäre eine Glasflasche, aber im Internet habe ich das nicht gesehen. Das nächste Jojobaöl wird definitiv in einer Glasflasche gekauft, aber ich muss sagen, dadurch, dass man davon immer nur ein paar Tropfen braucht, braucht sich das auch nicht schnell auf, also habe ich das bestimmt noch eine Weile. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, ist sehr schonend für die Augen. Dann habe ich immer Oropax dabei. Die habe ich eigentlich nur da drin, weil, also mein Freund stört mich jetzt nicht, wenn er neben mir schläft, aber wenn ich mal bei Freunden übernachte, dann bin ich immer froh, die dabei zu haben, weil ich es nicht ab kann, wenn jemand neben mir atmet oder wenn ich eine Uhr höre oder irgendwas. Also die habe ich einfach safety first da immer drin. Dann, oh, ich habe tatsächlich noch ein Täschchen. Ich habe ein extra Täschchen hier drin und zwar, es ist ein Essence Road Trip. Täschchen. Ich habe das nur zweckentfremdet. Und zwar habe ich da so Sachen wie Nagelschere und Nagel, wie heißt das, so ein Clipser und eine Pinzette drin. Dann finde ich das wenigstens auch mal. Und ich habe mir schon oft mit dieser Nagelschere, weil die so spitz ist, vorne da drin wehgetan, wenn ich reingefasst habe. Deshalb jetzt hier in diesem kleinen Täschchen. Also ich würde auf jeden Fall immer diese ganzen Kosmetiktäschchen verwenden, die ihr daheim habt. Dann war es das eigentlich schon. Da unten sind nur noch so Haargummis drin. Und als letztes ist hier mein Schminktäschchen drin. Das ist alles, was ich an Make-up benutze, weil ich faul bin und weil ich finde, dass ja, alles andere zumindest bei mir unnötig ist. Wenn ihr da auf Make-up steht, dann ist das natürlich was anderes. Aber dadurch, dass es mich eh nicht so interessiert und es besser für die Umwelt ist, reduziere ich da meine Sachen. Ich habe den Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe 1 Naturell. Oh Gott, ich komme mir wieder vor wie ein Beauty-Blogger. Ist es wieder 2014. Dann habe ich einen Beauty-Blender, den hat mir meine Mom letztes Jahr in den Adventskalender und eigentlich habe ich die gar nicht mehr benutzt, aber jetzt bin ich wieder dazu übergegangen, weil ich jetzt mittlerweile wieder Concealer verwende, weil ich keine Foundation mehr benutze. Das heißt, diese zwei Sachen für unter die Augen, und zwar ist es der Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer in der Farbe 005 Light Natural. Ja, also Concealer, Puder, was irgendwie so jeder hat. Da benutze ich, wie schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, die Get Big Lashes Waterproof von Essence und eine Wimpernzange von Ebeline. Ich bin so richtig Standard, Basic Bitch. Und dann habe ich den Essence Mosaic Blush, der ist bestimmt auch schon, keine Ahnung, 3-4 Jahre alt, weil ich nicht oft Blush benutze, aber manchmal. Und der ist da auch drin. Also wenn ich so gar keine Farbe im Gesicht habe. Dann habe ich diesen kleinen Pinsel, der war tatsächlich mal eigentlich in diesem Set da drin, als ich das gekauft habe. Das ist so ein flacher Pinsel von Essence und ich liebe den für unter die Augen mit dem Puder. Dann brauche ich auch keinen fetten Pinsel. Hier habe ich so einen Mini-Pinsel für Blush, falls ich es mal benutze. Und zwei Lippenprodukte. Einmal habe ich hier einen, ach, das ist auch so ein Eos Lip Balm mit Kamille. Der war in meinem Adventskalender von Christoph, ist ganz gut für den Winter, also finde ich, riecht auch ganz gut. Und dann habe ich einen Essence Lippenstift in der Farbe 13 Love Me, so basic rosa, funktioniert immer. So, als nächstes zeige ich euch noch, wie ich die ganzen Klamotten, die ich mir jetzt rausgesucht habe und den Kulturbeutel bzw. meine ganzen anderen Beutelchen in meinen Koffer packe. Ich würde euch auch raten, euch gut zu überlegen, was ihr immer mit und hin und her nehmen wollt. Also wie gesagt, eine Zahnbürste oder auch einen Schlafanzug, den muss man jetzt nicht so oft austauschen und waschen. Das würde ich halt dann stationär einfach an eurem Studienort lassen. So, hier seht ihr jetzt meinen Koffer. Das ist einfach ein kleiner Reisetrolley, den man auch super hinter sich herziehen kann. Und das ist einfach mega praktisch, wenn man da mit dem Zug unterwegs ist und danach auch nochmal irgendwo hinlaufen muss. Der hat auf jeden Fall rechts eine etwas tiefere und größere Seite. Da packe ich dann die Klamotten rein und links ist es eben etwas kleiner und flacher. Da ja, kommen dann meine Kulturbeutel etc. hinein. Ich fange immer damit an, dass ich die großen Sachen zuerst einräume, wie in diesem Fall Schuhe, wenn ich welche dabei habe. Und mein erster Tipp ist schon mal Socken, also wenn ihr die so als Knäuel gemacht habt, meistens räumt man die ja so auf, einfach in die Schuhe reinzustecken. So kann man den Platz innerhalb der Schuhe auch noch nutzen. Und dann mache ich eben weiter mit den Sachen, die halt außerdem noch relativ viel Platz brauchen, wie dicke Pullis oder so. Ich bin prinzipiell ein Fan davon, Klamotten zu rollen, dann knittern sie weniger und man schafft wirklich noch mehr Sachen in den Koffer zu packen. Und das heißt, ich rolle dann erst die großen und dicken Sachen zuerst und versuche die zu verstauen und wirklich da den Platz gut zu nutzen. Und in die Zwischenräume kommt dann eben alles, was ein bisschen dünner und kleiner ist. Das rolle ich dann auch und ja, stecke das einfach in die Zwischenräume.
In diesem Fall ist es jetzt so, dass die größten Sachen eben so ein dicker grauer Winterpulli sind und eine Jeans. Alle Sachen wie Sportklamotten, also Leggings und auch Blusen und so, sind ja relativ leicht und dünn. Die passen dann gut in die Zwischenräume, die man noch so übrig hat. Und Sachen, die sehr großflächig sind, wie zum Beispiel das Wollkleid, was ich jetzt am Ende noch reinpacke, das rolle ich wiederum nicht, sondern das benutze ich wie so eine große Decke, die ich dann über alles drüber lege, was ich schon in den Koffer reingepackt habe. So funktioniert das meiner Meinung nach am besten. So, am Ende habe ich dann noch die linke Seite hier frei und da kommen dann einfach mein Kulturbeutel, der Beutel mit den Kabeln und auch mein kleines Täschchen mit so Medikamenten, Nasenspray und solche Sachen rein. Auch BHs würde ich euch immer raten, dann eher so oft in die freie Fläche zu tun und nicht zu zerknautschen, weil das natürlich nicht so gut für die ist. Und auch Gürtel und Accessoires kommen dann eben auf die Seite, die noch frei ist. Beziehungsweise, wenn ich da irgendwas mitnehmen muss an die Uni, kommt da auch mal irgendwie ein Buch rein. So, das war's jetzt von meinem Video. Schreibt mir gerne, ob es euch irgendwie geholfen hat, beziehungsweise ob da was Neues dabei war. Oder wenn ihr noch einen super Travel-Hack habt, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da austauschen könnten. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder. Tschüss!